beste starterin, Balibinis Katerina Dorfmaster. Und auch in dieser Klasse fahren wir eine schwere Einstellung. Rechte Zone, die 2000 PS. 18 Uhr, 16 Minuten, 9,3 Liter Hubraum. Wie gesagt, die Andrea Höchstädter sitzt da oben drauf. Und jetzt haben wir die Einstellung. Im Jahr 2009 Europameisterin wurde und wo diese Karriere begann mit 25 PS und inzwischen das 100-fache vor den Füßen. Das muss man sich mal überlegen. Mit 8 Jahren fängt sie an auf 25 PS Trecker. Diese Woche ist sie 18 geworden und inzwischen hat sie 2500 PS vor den Füßen. Motor, ein reiner Rennmotor aus Amerika ist aufgebaut. 8,6 Liter Hubraum, 3,7 Bar Druck macht der Blower, ein SSI 1471. Das bedeutet, dieser Lader ist ausgelegt für einen Motor mit 14 Zylindern A 71 Cubic Inch. Das ist umgerechnet ca. 1,1 Liter. Jetzt hat dieser Motor nur 8,6 Liter. Also der Blower ist eigentlich viel, viel zu groß für diesen Motor, aber macht umso mehr Leistung in dem Fall. Denn wo viel Luft ist, kann viel Methanol verbrannt werden und da gibt es mehr Leistung. Fährt auf reinem Alkohol, eine Dreischaltkupplung sorgt für die Kraftübertragung. Die Hinterräder drehen so circa 200 Stundenkilometer. Und diese 200 Stundenkilometer erreicht man nicht durch Schalten. Unterwegs haben sie sich mit 1000 auf Kupplung mit diesem sogenannten Astrennen. Melanie wird heute auch von einem Pferd begleitet. Von Kabel 1 produzieren heute für die Sendung Trecker Base. Da wird also Melanie hier bei Ihnen auf den Reifenbau gewesen sein. Der Fenster wird gespannt, wir alle sind gespannt. Gehen Sie das Leiste an aus dem Vorfahrt. Letzter Start aber nicht.